Es geht wieder rauf, wie verrückt. Der Markt steigt und steigt und steigt. Wohin steigt er? 10.000, 50.000, 100.000, 300.000, 1 Million. Wer bietet mehr? So scheint das Motto zumindest zu sein. Aber darum geht es in meinem Video nicht. Auch darum, aber nicht hauptsächlich. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Patrick. Ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich hoffe, dass ich ein bisschen früher aufhöre als sonst, das Video auch nicht zu lange wird. Fangen wir damit an, dass für mich persönlich 2017 und 2018 die besten Jahre waren. Jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere von euch, ja, ist ja klar, 2017, Boom, und hast wahrscheinlich wieder viel Geld verdient oder so. Nein, darum geht es gar nicht, sondern es hat mich vor allem mental gestärkt. Ich habe viele Entscheidungen getroffen, auch über welche Videos ich mache, was ich da zum Beispiel auch zum Besten gebe, wenn es darum geht, irgendwelche Produkte oder dazu mal noch ICOs vorzustellen, an die ich geglaubt habe, an die ich zum Teil immer noch glaube, die aber leider bisher nicht wirklich geliefert haben, die es aber noch immer gibt. Und da habe ich vor allem eines gelernt, dass ich meinen Zeithorizont entsprechend erweitere. Ich hatte oder ich habe immer noch ein großes Ziel und dieses Ziel wollte ich aber so schnell wie möglich erreichen. Und dafür war 2017 eigentlich ein schlechtes Jahr, denn es hat mir gezeigt, dass man gewisse Ziele, die man hat, kleinere Ziele, vielleicht auch größere Ziele, kommt ganz darauf an, was man dann gemacht hat in 2017, sehr schnell erreichen kann, ohne dass man viel dafür tun muss. Aber man muss es dann eben auch behalten. Und irgendwann habe ich dann gemerkt im Verlauf des 2018, du musst einfach einen großen Zeithorizont haben. Du kannst nicht erwarten, dass jedes Jahr 2017 ist. Das geht einfach nicht. Aber wenn man natürlich dann, ich bin ja circa Mitte 2016 richtig eingestiegen in Krypto, ich habe mich schon länger informiert gehabt vorhin, habe das aber immer als Spinnerei abgetan. Und 2016 habe ich dann wirklich langsam erkannt, was das für Potenzial hat. Ich bin zumindest davon überzeugt, das sieht natürlich jeder ein bisschen anders, ist ja auch klar, ist ja auch gut so. Und ich habe 2018, jetzt auch 2019 einfach sehr viel gelernt. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben, in einem, sage ich mal, letzten 46 Jahren, habe ich nicht so viel gelernt wie 2017 und 2018. Und zwar nicht über irgendwelche Technologien, weil ich war ja über 22 Jahre in der IT und habe da jeden Tag Neues gelernt. Aber ich habe das Wichtigste überhaupt gelernt, was man lernen kann in seinem Leben. Und das ist Dinge über sich selber, über den Zeithorizont, über Geduld, über das Mindset generell. Also was für eine Einstellung hat man zu irgendwas? Es spielt auch keine Rolle. Es war jetzt halt Krypto und so. Aber eigentlich das Wachsen von sich selber an Euphorie, an Angst und Gier und so weiter. Und das war sehr, sehr lehrreich und da habe ich sehr viel gelernt. Und ich hoffe, dass die meisten von euch, die diese Zeit auch durchgemacht haben, jetzt im Kryptobereich natürlich speziell da investiert haben und gesehen haben, was möglich ist, aber was eben in beide Richtungen möglich ist. Und das ist eigentlich für mich persönlich die beste und lehrreichste Zeit überhaupt gewesen im Leben. Und zwar nicht wegen Technologie oder Geld oder sonst was, sondern wirklich das Wachsen, das eigene Wachsen im Kopf. Das ist das, was das absolut Wichtigste ist. Weshalb erzähle ich euch das? Wir haben jetzt 2019 im Mai, also jetzt ist dann bald Juni schon, und es ist ja gar noch nicht so lange her, dass 2017 das Ganze so hochging. Kurze Zeit gegen Ende vom Jahr richtig auf 20.000 Dollar, zumindest mal der Bitcoin. Und dann alles runtergerumst ist, wie viele glauben, auf 3.200. Das war für mich dann im Nachhinein auch natürlich einfach eine Korrektur, die unbedingt notwendig war, die gesund war. Und jetzt gehen wir wieder rauf auf 8.000. Es ist dieses Mal, so schätze ich das zumindest ein und so bekomme ich das auch mit, ist es nicht mehr so krass wie damals 2017. Die Euphorie 2017, das habe ich noch nie erlebt, nirgends, egal wo. Und 2018 ist eher verhalten, aber sie kommt auch langsam wieder zurück. Es kommen Leute, die 2017
gesagt haben bei 15.000, du musst mir unbedingt zeigen, wie ich Bitcoin kaufe. Und ich vielen gesagt habe, bist du sicher, dass du jetzt kaufen willst? Ich habe keine Ahnung, wohin das noch geht. Kann natürlich viel weitergehen, aber kann auch wieder runtergehen. Die dann teilweise nicht gekauft haben, die natürlich im 2018 natürlich gelächelt haben, sagen, ah, siehst du, ich bin zum Glück nicht wirklich zu dir gekommen und du hast mir gezeigt, wie ich das kaufen kann. Da bin ich ja froh, wäre ich jetzt schön verarscht gewesen. Ja, und manchmal kommen dann auch Sprüche, ja, ich habe ja gesagt, dass das nichts wert hat, dass das irgendwie wieder verschwinden wird, dass alles nur ein Hype war, auch wenn das Ganze 10 Jahre alt ist und man das nicht wirklich so sagen kann. Und einige dieser Leute kommen heute wieder und sagen genau, hey, du hast mir ja damals mal gesagt, Bitcoin und so, ich habe gesehen, kannst du mir jetzt zeigen, wie man es kauft? Die kommen jetzt wieder, jetzt wo wir bei fast 9.000 sind. Bei 3.200 sind sie nicht gekommen. Dann haben alle gesagt, ja, siehst du, das geht auf Null oder das ist wertlos oder haben nichts gesagt, haben sich nicht mehr darum gekümmert, wollten auch nichts davon wissen. Und das ist eben das, was ich meine mit der Einstellung, mit dem Zeithorizont, mit dem Mindset. Nicht dann kommen, wenn alle kommen, wenn alle jetzt wieder auf YouTube gehen und sagen, ja, 100.000, 300.000, 1 Million und so weiter. Als Hintergrund hätte ich eigentlich am liebsten irgendeine Fahne gehabt, die da ein bisschen vor sich hin weht, die animiert ist. Und dann wäre dann mein Motto gewesen, ist natürlich auch jetzt noch, dass viele einfach wie die Fahne im Wind sind. Das ist ja auch klar, die Masse ist mehr oder weniger die Fahne im Wind. Und das wissen natürlich viele, die Aufmerksamkeit generieren auf Kanälen. Ich meine, ich generiere ja hier auch Aufmerksamkeit bei YouTube. Ich habe ja auch ein paar Abonnenten, die dieses Video dann auch schauen. Und da gibt es natürlich dann viele, die nutzen das. Wenn es hochgeht, dann kommen sie aus dem Nichts. Also sie kommen nicht aus dem Nichts, aber sie bringen eben so Predictions, also Vorhersagen wie, ja, Bitcoin geht auf 1 Million. Die zeigen euch dann, weshalb es auf 1 Million geht. Ich meine, sowas kann man doch gar nicht bringen. Wir sind jetzt bei 8.700 irgendwas. Hab das gerade offen hier. Und wie kann man da von 1 Million sprechen? Ich meine, ist ja viel weiter herholen kann man das gar nicht. Und ich meine, die Zukunft kann niemand vorhersagen. Aber das sind dieselben, die, als es nur runter, runter, runter geht, vor allem als wir dann bei 6.000 waren für Bitcoin und das dann noch weiter runter geht, das sind dieselben, die damals gesagt haben, oh, wir sind die 1.000 oder vielleicht sogar unter 1.000 Dollar. Die sagen jetzt, ja, 100.000, 300.000, vielleicht 1 Million. Ja. Ich will damit eigentlich nur sagen, dass das alles ziemlicher Mumpitz ist, weil niemand kann es wissen. Und ich weiß nicht, weshalb man irgendwelche Vorhersagen macht, obwohl man genau weiß, dass das unmöglich ist. Mir geht es vor allem in meinen Videos ja nicht darum, dass ich irgendwie sage, ja, das wird der Knaller und das wird uns alle erlösen und blablabla. Natürlich, ich glaube an die Technologie. Ich glaube auch, dass etwas wie Bitcoin einen Wert habt und einen Wert haben wird und wahrscheinlich einen höheren Wert haben wird als heute, wenn die Menschen das benutzen. Aber was heißt das denn, dass die Menschen das benutzen? Das heißt nicht, dass das jeder im täglichen Alltag verwendet. Das kann alles sein. Das kann reine Spekulationsgut bleiben, wo sich die Börsen, wo sich die reichen Menschen auf dieser Welt mit vielleicht 1% ihres Vermögens ein bisschen damit spielen. Das kann ein Wertspeicher werden. Das kann, im Fall von Bitcoin rede ich jetzt, kann das natürlich auch sein, dass das die sicherste Datenbank der Welt wird, wo man schützenswerte Daten abspeichert und so sicher aufbewahrt, dass die niemand fälschen kann und dass ganz viele auf diesem Planeten gemeinsam auf diese Datenbank zugreifen. Das kann alles sein. Bitcoin kann einfach alles sein. Oder auch nichts. Wir wissen es nicht. Komme ich zum nächsten Punkt, die Technologie. Wir hören immer wieder Debatten, dieses Krypto ist besser als die andere Krypto und das kommt nie, weil ich kann das und das und das nicht. Es ist alles sinnlos, diese Diskussionen, weil schlussendlich entscheidet der Markt. Gehen wir auf CoinMarketCap, schauen uns an, wer ist dort zuoberst, wie viel Marktkapitalisierung ist dort, wie ist die Dominanz von den entsprechenden Kryptos und dann sehen wir, was im Moment Sache ist. Und nur das zählt. Es ist einfach nur mal Fakt, dass nicht die beste Technologie gewinnt, dass
Da könnt ihr VHS und was ist da DVD, Blu-ray und was es da noch alles gab und so weiter. Oder eben MP3, das TCP-IP-Protokoll, das wir heute fürs Internet haben, genau dasselbe. Das war nie die beste Lösung. E-Mail, eine schlechtere Lösung als SMTP POP3, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gab so viel bessere Varianten. Die haben einfach nicht funktioniert. Weil irgendwann hat mal irgendein Großer oder so hat angefangen, das zu implementieren. Und dann ist natürlich klar, dass man dann das nimmt, was kompatibel ist, das, was alle verwenden, weil es eben viele verwenden. Und man da nicht eigene Süppchen kochen kann, weil man sonst nicht kompatibel ist, mehr Aufwand hat und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass das die beste Technologie ist. Mitnichten. Das heißt auch nicht, dass es das beste Team ist, dass das beste Marketing ist, dass die am meisten Geld haben und so quasi die Leute kaufen können. Nein, das ist nicht der Fall. Ich meine, schauen wir uns heute Bitcoin an. Ist Bitcoin die beste Technologie? Rein technologisch wahrscheinlich nicht. Da gibt es wahrscheinlich wirklich bessere Lösungen. Aber wenn ihr auf die Straße geht und fragt, habt ihr schon mal von Kryptowährung gehört? Kryptowährung, nee, Bitcoin. Ah ja, Bitcoin habe ich schon gehört. Und dann ist dann schon Schluss. Da könnt ihr fragen, Ethereum hat wahrscheinlich kaum jemand gehört, obwohl es die zweitgrößte Krypto ist. Und von den anderen schon gar nicht. Und das ist das, was sich durchsetzen kann, könnte. Aber wie gesagt, es gibt keinen Garant. Vielleicht schauen wir in 5 bis 10 Jahren zurück und auf CoinMarketCap ist keine der uns heute bekannten Kryptowährungen oder Token oder Coin oder was auch immer mehr vorhanden. Kann gut sein, glaube ich zwar nicht, aber ich meine, es würde mich nicht überraschen. So funktioniert das nun mal und da können wir eben die Vergangenheit auch hernehmen. Wichtig ist für mich ganz persönlich auch, weshalb ich eigentlich dieses Video begonnen habe, ist, ich möchte einfach nicht, dass frische Leute, die 2017 nicht erlebt haben, jetzt wieder reinkommen, weil ihnen irgend erzählt wird, dass Bitcoin wieder hochgeht und jetzt einfach was kaufen, von dass sie keine Ahnung haben und dass sie vielleicht von irgendjemandem gehört haben. Wenn sie dann noch Pech haben, dann wird ihnen irgendwie erzählt, ja, weißt, erzählt, ja, weißt du, Bitcoin musst du nicht kaufen, das ist viel zu teuer. Kauf dir lieber irgendwie an eine andere Krypto, das ist die Zukunft, die ist eh viel besser und so. Investier da mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro rein. Das möchte ich einfach vermeiden, denn keiner von denen, die glauben, dass jetzt das und dieses Projekt das Beste ist, kann das mit Bestimmtheit sagen, weil es einfach ganz anders ausgehen kann. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn ihr irgendwas wirklich kaufen möchtet, dann ist vielleicht jetzt nicht gerade der beste Zeitpunkt, denn wir sind in den letzten paar Wochen über 100% gestiegen. Das ist nie eine gute Idee, dann zu investieren. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, dass es jetzt wieder zurückgeht und dann wieder rauf. Das kann ich nicht sagen. Das wisst ihr ja. Also die, die mich kennen, wissen, ich mache sowieso keine Preisvorhersagen, weil das ist schlicht unmöglich und ich möchte mich hier nicht auch nicht zum, ja, Affen machen. Ich sage es, wie es ist. Und ja, das ist auch nicht meine Aufgabe, das ist auch nicht mein Ding. Also, wenn ihr was kaufen möchtet, wenn ihr unbedingt investieren möchtet, dann geht einfach hin und schaut, von was wissen die meisten? Wo geht das große Geld hin? Wenn irgendwie eine Institution spricht, sie will irgendwo investieren in Krypto, was ist das? Wie heißt das? Und dann könnt ihr dort investieren. Noch besser ist, wenn ihr sagt, ja, aber ich will nicht nur in das eine investieren. Ja, und abgesehen davon, ihr könnt auch für 10 Euro Bitcoin kaufen. Ihr müsst nicht einen ganzen Bitcoin kaufen. Das ist Nonsens. Und wenn ihr sagt, ja, aber ich weiß ja nicht, ob sich das und dieses durchsetzt, ich möchte überall ein bisschen dabei sein, dann sucht euch einen guten, seriösen Indexfonds, das gibt es mittlerweile auch in Krypto, die vielleicht in die Top 10, 20, 30, 40, 50, weiß ich was investieren. Sucht euch da und investiert dort, dann seid ihr dabei. Dann habt ihr meistens, wenn es ein guter Index ist, wird da noch ein Rebalancing gemacht, also quasi schlecht performende Kryptos fallen raus, die guten kommen rein und so weiter. Und das seid ihr dort einfach breit abgestützt, dann müsst ihr nicht viel wissen. Und dann könnt ihr eigentlich so relativ ruhig schlafen und ihr habt sowieso das Risiko. Ich meine, es gibt kein höheres Risiko, als in Krypto zu investieren. In diesem Sinne ist es sicher gut, wenn man sich A, das Top-Gerät, sage ich jetzt mal, kauft oder zulegt oder eben einen Indexfonds
wo man eben mehrere Sachen drin hat. Also Indexfonds ist ja wie der DAX oder der Dow Jones oder der S&P 500. An der klassischen Börse gibt es hier eben auch Krypto-Indexfonds. Ja, das waren wieder mal die Gedanken von mir, ein Marktupdate, was ich so sehe, höre, lese und manchmal selber auch schreibe natürlich. Ich denke, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man genau gleich, wie wenn alles runtergeht, vielleicht auch mal wieder rausgeht, irgendwie in den Himmel schaut, die Zeit genießt und sich wieder einmal Gedanken macht, um was geht es eigentlich, was ist mein Zeithorizont, wie lange habe ich denn Zeit, wenn ich jetzt was investiere, muss das nächste Woche, nächsten Monat sein, wenn ihr das denkt, dann investiert gar nicht, weil das funktioniert nicht. Wenn ihr nicht einen Zeithorizont von mindestens 5 Jahre habt, egal in was ihr investiert und ihr nach 2, 3 Monaten, nach 1, 2 Jahren ein Projekt schon abschreibt, weil es nicht die Gewinne bringt, die ihr euch erhofft. Ja, dann, ich weiß nicht, dann ist niemandem geholfen, weil normalerweise wenigstens euch selber. Also funktioniert Investieren einfach nicht. Natürlich gibt es Projekte, wo man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, das war eine Null, das kommt nicht mehr. Aber solange es die Firma noch gibt, das Team noch gibt, die Entwickler weiterentwickeln, besonders jetzt nach 2018, die immer noch da sind, dann kann es viele Gründe haben, weshalb jetzt eben ihr Projekt nicht so performt, wie es eben soll. Heißt aber nicht, dass es tot ist, heißt aber auch nicht, dass es ganz sicher wieder kommt. Vielleicht war es halt eben auch ein Flop und man probiert es noch und es geht halt eben nicht. Aber wenn ihr überzeugt seid, wenn ihr euch richtig informiert habt und schlussendlich ist es eure Entscheidung, was ihr mit eurem Geld macht. Und das ist jetzt Essenz daraus gepaart mit eben dem entsprechenden Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren oder mehr, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Das ist meine Empfehlung und ich freue mich über jeden und jede, die dann bei mir, bei uns besser gesagt, in die Community kommt, in den Telegram-Kanal oder auf den Discord-Server. Alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung zu diesem und allen anderen Videos. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Anregungen zu diesem, zu anderen Videos habt. Was kann ich verbessern? Was möchtet ihr gerne sehen von mir? Dann kann ich das gerne in einem nächsten Video einfließen lassen, wenn es denn in den Rahmen passt, den ich hier so bringen will. Dann wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen, hören, lesen und schreiben uns. Bis dann und tschüss.